So, meine Herren, grüß euch beim Gartengießi. Was machen wir heute? Ja, ich zeige euch heute ein Rezept, wie man Fischchips macht. Eine ganz leckere, feine Sache, wo ihr sogar eure Kinder dazu bringt, dass sie Fisch essen. Aber damit ich euch das zeigen kann, müssen wir erstmal einen Fisch fangen. Und das probieren wir jetzt. Ich sage gleich nur ganz kurz dazu, wie ich sie tot haue, zeige ich nicht. Das hat nichts auf YouTube zum Suchen. Wer das lernen will, wie das geht, der macht gefälligst einen Fischereischein. Also, jetzt geht's los. Jawohl. Ui. Aber. cm, das ist in Ordnung. Das kann man lassen. Kann man lassen. Und beitragen. Er muss also seine amtliche Ordnung haben. Thema erledigt. hängen geblieben, ne? Die hängt. Okay, Freunde, also den ersten Teil von der Nummer heute haben wir erledigt. Die zwei Fische haben wir. Wir düsen jetzt heim und dann sehen wir uns bei mir in der Küchenhexe. Bis gleich. So, dann jetzt sind wir wieder da. Wir haben inzwischen alles hergerichtet. Hexe heizt. Was brauchen wir alles? Wir brauchen Filetiermesser, eine Schüssel, Paprika, Salz, Pfeffer und ein Mehl. Das Ganze ist ein wirklich sehr simples Rezept. Wie geht's los? Ganz einfach, Fisch filetieren. Wer das noch nicht gesehen hat, wie man Fisch filetiert, da habe ich ein Video dazu. Da, Kameramann, oder? Genau, perfekt. Okay, perfekt. Da verlinkt man das. Okay, geht los. Filetiere ich den schnell. Unterm Filetieren darf ich ein bisschen labern, hat es geheißen. Am besten ist es, ihr nehmt nicht den Fisch, den was ihr an dem Tag gefangen habt, sondern besser ist es, wenn der schon mal einen Tag gelegen hat. Entspannt sich die Muskulatur, das Eiweiß tritt nicht so aus, ist besser. So, und jetzt lernst du mal, dass der Gartengießi auch mal bescheißt. Den habe ich gestern gefangen. Wir waren zwar heute beim Fischen, aber die gibt es morgen. Okay, der ist von gestern. Aber wir wollten es euch halt einfach mal zeigen. Wo er herkommt. Ja. Gut, bei mir ist es einfach. Ich kann sie ja prinzipiell einfach aus der Fischzucht nehmen. Aber so selber gefangener ist natürlich schon immer was Tolles. So, das hätten wir. Legen wir mal unten hin. So. Ausparieren. Der Hund freut sich. Schlägt gleich wieder ab. Ja, ja. Fressen tut das nicht, aber abschlecken tut das nicht. Wobei, er hat sich gerade vorher
In der einen Forelle, was ich vorher gefangen habe, waren ein paar Fischeier drin. Die hat er sich gleich aus der Wanne rausgeklaut, der Barzi. Die haben ihm anscheinend dann doch gemundet. Also im Normalfall verwendet man ja Filetiergabel, aber die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. So, Nummer uno. Hier unten der Fettrand kommt noch ein bisschen weg. So. Taut bleibt drauf. Bei einer Forelle kann man Taut immer mitessen. Das macht das Ganze nachher auch ein bisschen knackiger. Jetzt hat man rein theoretisch hier noch die Stehgräten. Die kann man rausziehen. Ich ziehe es nicht raus. Das wird jetzt so fein geschnitten, die spürst du nachher beim Essen nicht mehr. Also den Arbeitsschritt kann man sich sparen in dem Fall. Gut, jetzt schneide ich das hier so in, ich sage mal, was werden das sein? 2, 3, 4 mm starke, so genau geht's wie immer nicht. Scheiben. Ich sag, da zerschneidet es jetzt auch die Gräte so, dass die nachher beim Essen nicht mehr stört. Ein paar dickere Brocken dabei sein, macht alles nichts. Wenn das dicker schneidet, bleibt saftiger. Wenn das dünner schneidet, wird es knackiger. Also egal. Gut, nächste Ladung. Kann man es einigermaßen erkennen, Kameramann? Mhm. Sehr schön. Schaut fein aus. Ja, sind tolle Fische. Also schöne Färbung, alles gut. Gut, ich mache jetzt noch die zweite Seite und dann geht's weiter. Okay, die Schnipsele habe ich hinter mir. Was jetzt? Pfanne. Idealerweise wäre natürlich eine Fritteuse oder so. Und dann ordentlich Öl rein. Die Dinger werden quasi dann wie frittiert. Und dann aufmachen. Mit flutschigen Fingern, Mensch. So, also ordentlich Öl rein, dass das dann nachher schwimmt. Okay, das wird jetzt heiß. Jetzt ganz einfache Nummer. Wir würzen das Ganze. Salz. Nicht zu sparsam. Paprika. Das ist heute aber gekauftes, ich hätte noch ein eigenes, aber das ist dermaßen scharf, das kannst du nicht für sowas hernehmen. Und ein bisschen Pfeffer. Gut. So. Alles schön verreiben, dass es alles schön verteilt ist. Nein, nicht für dich. Du hast schon was gekriegt, Nugget. So, gut, jetzt müssen wir warten, bis das Öl heiß ist. Dauert noch ein Sekündchen. Naja, geht schon. Wenn das Ding einmal heiß ist, dann geht es sehr schnell. So, jetzt nicht mit der Fischhand, sondern mit der sauberen. Mehl. Dann wird das Ganze bloß meliert. Also wie gesagt, einfacher geht's eigentlich gar nicht. Okay, ich wasche mir schnell die Pfoten, bis dahin ist das Öl soweit. Dann geht's weiter. So, gut, Pfoten sind wieder einigermaßen sauber. Schauen wir mal, ob das Öl soweit ist. Wie mache ich das? Ja, ich halte mal vorsichtig da so ein Stück rein. Jawohl, loppert. Es ist heiß genug. Kann rein. Das machen wir jetzt so nach und nach. Tut's nicht zu viel rein. Schaut beim Neidung, dass die Netze zusammenkleben, ansonsten hat es Klumpen und keine Chips. Gut, das klangt bei der ersten Runde.
Ja, und jetzt wird das frittiert. Ja, das ist so lecker. Mhm. Mega. Wie lang frittiert man das? Ja, mal bis das Ganze halt so eine schöne, angenehme, goldene Farbe hat. Das knackige mag ein bisschen länger, das saftige mag halt nicht ganz so lang. Na, schaut schon gut aus. Mhm. Ich werde jetzt zu viel auf einmal reinschmeißen. Erstens klebt es zusammen, zweitens fällt die Temperatur vom Öl zu schnell ab und dann frittiert es nicht ordentlich. Dann wird es danach auch nicht schön, dann wird es wieder aber. Frillo, 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 frillo. Oh ja, das riecht hervorragend. Mhm. Wahnsinn. Jetzt nochmal kurz zu dem Thema mit dem frischen Fisch von vorher, weil wir uns gerade in der Pause nochmal drüber unterhalten haben. Also es ist wirklich besser, wenn ein Fisch einen Tag gelegen hat, das ist klar. Die einzige Sache, wo ich das nicht so mache, und ich meine, wenn es pressiert, dann pressiert es, dann macht, nimmt man frisch. Das ist, wenn ich Carpaccio draus mache. Da ist es natürlich am allerliebsten, wenn der Fisch gerade ganz frisch ist. Also der Carpaccio ganz frisch, ansonsten besser, wenn er einen Tag gelegen hat. So. Ja, Minütchen noch. Man spürt das dann, ob das passt, wenn ihr da drüber fahrt und die fühlen sich dann so ein bisschen, am Anfang ist es nur so weich, der Widerstand, und dann werden die immer härter. Da merkt ihr, ah, schaut gut aus. Prinzipiell wäre es eine gute Sache, wenn man sich jetzt ein Zeber hergerichtet hätte, wo man das dann drauf tut, damit das Öl ein bisschen wegtropft. Das habe ich jetzt vergessen, das geht halt jetzt auch ohne. Jetzt wird es schon vom Goldfarbenen, geht es so langsam so ins dunklere Braun, sage ich jetzt einmal, nein. Das ist jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo sie fertig sind. Gut, Fischi raus. Mal zeigen. Mmh, ein Traum. Aber nichts für dich, sag ich jetzt. Nein. So, das war jetzt die erste Runde. Ich mach das jetzt nochmal ein paar Mal und ich würde sagen, du holst aber einen Salat, oder? Kann ich machen, ja. Gut, alles klar. Brauche ich ein Messer? Ja, wir waschen eh, nimm das. Alles klar. In den Salat. Wunderbar. Den machen wir uns dann auch gleich noch. So, wir sind bei der letzten Runde. Das kommt jetzt noch rein. Kameramann hat schon einen Salat geholt. Das sind immer die größten, aber es wurscht. Der nächste ist schon am Start. Den geben wir jetzt dann schnell in Fremdarbeit an die Mutter. Damit das alles einigermaßen zeitgleich wird. Die zweite Fremdarbeit haben wir schon vergeben. Es gibt noch einen kleinen Dip dazu. Ganz einfach, Quark, Joghurt und ein paar Kräuter. Fertig. Verrühre, alles gut. So, ich mache das jetzt noch fertig und dann sehen wir uns beim Essen. Bis gleich. Oh, geil. Okay. Gut, oder? Mhm. Voll geil. Ist echt geil, wie Chips, bloß ein Fischgeschmack. Mhm. Ja, geil. So, gut, also die Nummer ist fertig. Wichtig noch, esst es schnell, nicht dass das dann wieder matschig wird. So, wenn es richtig schön knackig nur ist, warte, ich weiß mal, jetzt. Nein. Da ist es am allerbesten. Nein, nicht essen.
So, jetzt ist es unten. Also, ganz einfaches Rezept, macht es nach. Es muss auch nicht Forelle sein, geht auch anderen Fisch genauso. Wenn euch die Nummer gefallen hat, wie immer, liken, teilen, abonnieren und vergessen. Ciao, sagt der Gartengiesi.